Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bellride. Ja, das Lager wächst und meine Leute sind stets bemüht, meine Befehle auszuführen. Viel Spaß bei dieser Folge und damit, let's go. So, ich wollte gucken, wie es jetzt aussieht mit der Bergbauhütte. Ja, fehlen immer noch Baumstämme. Okay, naja. Wird sich schon jemand drum kümmern, hoffe ich. Also ich glaube, sie hackt da drüben auch Holz. Guck mal kurz ins Lager, ob wir Holzstämme haben. Ne, wir haben auch gar kein Holz mehr. Okay, naja, wird sich schon schütteln. Wir brauchen auch für Pfeile, brauchen wir auch Schilfrohr, okay. Ach, sie trägt schon. Okay, verstehe. Sie zeigt aber heute viel Bein, finde ich, oder? Du Ungezogener. Aber das darf sie. Hier in unserem Dorf ist alles erlaubt. Ja, das Einzige, was nicht erlaubt ist, ist Christentum. Das gibt's hier nicht. Deswegen haben wir hier hinten auch unseren dorfeigenen heidnischen Ritualplatz. Ja, wo auch mal Menschen geopfert werden. Wenn sie wollen. Wir zwingen niemanden. Aber ihr seht, es gibt auch Freiwillige. Wir haben eigentlich noch eine Quest. Sprich mit dem Ältesten von Patzdorf. Das könnten wir eigentlich mal tun, nachdem ich was gefrühstückt habe. Wo ist das denn? Bradford? Patzdorf ist hier drüben. Hier drüben ist ein Banditenlager. Das ist natürlich nicht so gut. Aber wir müssen hier eigentlich, können wir straight durchlaufen. Laufen wir einfach mal hin, sprechen mit dem. Wenn ich jetzt schon einen Köcher hätte und einen Bogen, würde ich den da jagen. Da vorne ist Rauch. Das ist das Banditenlager. Ach so. Boah, hier ist ein Banditenlager 2. Das darf ich natürlich nicht triggern. Da muss ich schön drumherum laufen. Kann ich eigentlich auch den Falken aus der Luft schießen? Ah, guck mal hier. Verstehe. Das ist Zinnerz. Ja, ja, ja. Okay. Gut, dann habe ich schon mal auf der Map einmal Kupfer und einmal Zinn. Nicht weit weg vom Lager. Schön. Wer ist er da? Mit dem kann ich quatschen, oder? Sieht zumindest nicht aus wie ein Bandit. Bist du wieder so ein Einsiedler, mit dem ich handeln kann? Da vorne ist ein Dorf. Ist das das Banditenlager? Das ist das Banditenlager bestimmt, ne? Er verkauft geräucherten Fisch und so. Und würde gerne einfache Schnur kaufen. Ja, aber die brauche ich selber. Das muss das Banditenlager sein. Ist ja schon ein richtiges kleines Dorf. Ist schon kein Lager mehr. Das sind Häuser. Das sieht besser aus als bei mir. Der hat eine Quest für mich. Es ist nicht oft, dass ich Besuche hier draußen in der Wildnis sehe. Was führt dich zu meiner bescheidenen Behausung? Er ist auf jeden Fall nett. Welche Gegenstände hast du heute zum Verkauf? Also, okay. Ich könnte bei ihm Schnüre kaufen. Ach nee. Kaufen könnte ich bei ihm nur das gleiche wie bei dem anderen. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Hast du das Ansehen? Das Aussehen von jemandem, der weiß, wann sich eine gute Gelegenheit bietet, ehrlich Geld zu verdienen. Ich brauche die Hilfe eines Reisenden wie dir. Ich jage seit Jahren eine Legende nach, der schwer fassbaren goldenen Forelle. Alter, ich soll für dich angeln? Die goldene Forelle? Ich nehme an, ich werde sie am selben Ort finden wie das dreiköpfige Kaninchen und das vom Aussterben mit roter Einhorn. Das ist nicht irgendein Volksmärchen. Die goldene Forelle ist echt selten und wertvoll. Manche sagen, sie schwimme in den klarsten Gebirgsbächen. Andere meinen, sie sei ein Nachtschwärmer. Aber hier ist der Clou. Der Dorfälteste von Patzdorf hat die einzige Person, von der bekannt ist, dass sie eine gefangen hat. Ist die einzige Person, von der bekannt ist, dass sie eine gefangen hat. Warum hast du nicht versucht, sie selbst zu fangen? Kein Glück mit der Route? Ich habe versucht, das alleine zu bewältigen. Glaub mir, ich habe alle Angeltricks angewandt, die ich kannte, das Timing, den Köder und nichts. Aber das ist mein Lebensziel und ich werde nicht aufgeben. Da kommst du ins Spiel. Ich brauche dich, um herauszufinden, welchen Köder der Älteste verwendet hat. Im Gegenzug werde ich dich großzügig belohnen. Ein dicker Beutel mit Münzen und eine für deine Mühe. Was denkst du?
In Ordnung, ich beiße an, da kein Wortspiel beabsichtigt. Ich werde beim Ältesten einen Besuch abstatten. Ich schätze deine Hilfe, diese goldene Forelle ist schon seit langem meine Obsession. Sie zu fangen wäre die Krönung meines Lebens als Fischer. Und vielleicht zeigt es den Anglern des Flachlands, dass wir diese verdammte Fischergilde nicht brauchen. Ich verstehe, ich sollte mich besser um diesen Köder kümmern. Es ist ganz gut, weil wir ja eh zu dem Typen müssen, dass wir jetzt noch eine Quest haben, um zu den Typen zu kommen. Nochmal Zinnerz. Nochmal Zinnerz, Digga. Jetzt mülle ich mir wieder mein Inventar voll. Aber kostenloses Zinnerz zum einfach aufheben ist halt einfach GG. Komme ich hier mit dem Weg nicht hoch? Okay, dann gehe ich einfach so hoch. Ziege. Die haben hier Ziegen. Dieselben Buch jagen. Mal 3. 150. Okay. Da kann man auf jeden Fall schnell leveln. Wie sieht es jetzt eigentlich mit meinem Knowledge aus? Haben wir jetzt schon Ernten? Sind wir noch dabei zu lesen? Okay. Wo ist der Dorfälteste? Da, der hier auch, ne? Hallo Reisender, ich habe gehört, dass du mit dem Banditenproblem zu kämpfen hast. Ich kann dir helfen. Du hast richtig gehört, mein Kind. Genau gesagt, die Royal Bastards. Sie haben vor ein paar Tagen angefangen, uns zu belästigen. Ich werde mich um die Bastarder kümmern. Sag mir einfach, wo ich hingehen soll. Sie sollen leicht zu finden sein. Die Faulheit der Briganten hat sie so übermütig gemacht, dass die Bastarde ihr Lager neben dem Dorf aufgeschlagen haben. Ich habe gehofft, sie gehen nicht alleine. Was? Sie gehen nicht alleine. Ich hoffe, sie gehen nicht alleine. Das sind nur Banditen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Du musst ein Wunderkind im Kampf sein. Der glücklichste Mensch in Carvenia. Oder du hast nur Blut gesehen, als deine Mutter dich geschlagen hat. Was? Wenn du in der Höhle des Wolfes, wenn du in die Höhle des Wolfes gehst, halte die Augen offen und besorge dir die notwendigen Waffen und Rüstungen für dich und deine Kameraden. Und noch etwas, die Banditen horten gerne viele Materialien, die sie nicht benutzen. Also durchsuche ihr Lager gründlich. Viel Glück, junger Mann. Die Royal Bastards sind gefährlich. Sind das die jetzt hier? Die kommen jetzt einfach hierher. Oder werdet ihr gerade angegriffen? Oh. Oh, lol. Du schießt auf mich! Aua! Aua, ey, sag mal, warum greift er mich an? Warum hat er mich angegriffen? Was ist hier los? Also ich sehe, hier funktioniert's, aber ich bin trotzdem verwirrt. Das Lager soll ich überfallen und das waren einfach nur zufällige Banditen, die gerade ankamen. Okay. Aber ich brauche mein Zeug wieder. Da war sehr viel Zinnerz dabei. Achso, ich wurde angegriffen, weil ich Waffen in der Stadt benutzt habe. Aber ich habe doch den Banditen getötet. Wollt ihr mich verarschen? Ich hoffe, ich bin jetzt nicht Feind von der Siedlung. Wurde ich einfach so niedergeknüppelt? Das gibt's ja gar nicht. Oh, hier gibt's Lehm. Ja, auch nicht schlecht. Ist das nicht auf der Karte markiert? Weil Lehm doch da. Okay. Da ist ein Bandit. Ach so. Ist das nicht hier das Banditenlager? Seid ihr Banditen? Hallo? Hallöle?
Ich hab keine Lust schon wieder. Mir hilft doch niemand. Aber ich muss den Leuten helfen, oder? Also ist das hier nicht das Banditenlager, okay. Das da ist das Banditenlager, lol. Ja, das sieht wenigstens auch nach einem Banditenlager aus. Ich krieg die nicht tot. Oder? Wird nix. Okay, da nicht. Jetzt laufe ich zum dritten Mal dahin. So, da vorne sind zwei Banditen. Ist mir jetzt scheißegal. Ich will jetzt meine Rache. Wir machen die jetzt fertig. Kommt, Leute. Jetzt überfallen wir mal Banditen. Boah, die haben so einen fetten Knüppel. Gehen. Und ich loot hier die Typen. Aha, Riemen. Nice. Nochmal Riemen. Schön. Oh, da hinten, was ist das? Ist das ein Bison oder so? Oder ein Wildschwein. Ein Wildschwein, ja. Da sind nochmal zwei. Also, gerade am Anfang sollte man vielleicht nicht ohne Gefährten losziehen. Aber ich habe halt auch noch wenig Leute. Ich muss mich demnächst ein bisschen mehr darauf konzentrieren, Quests in der Anfangsstadt zu machen. Und da ein paar mehr Leute abzuziehen. Eber sind heftig. Okay, also sind Eber jetzt erstmal nicht so mein Ziel zum Jagen. Verstehe. Stimmt, wir hatten ja noch die Quest bei dem Dorfvorsteher, dass wir den fragen, was der für einen Köder genommen hat für die Forelle. Das müssen wir noch tun. Hä? Die greifen mich an. Habe ich es mir jetzt verscherzt mit der Siedlung hier, oder was? Die schießen. Renn, 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 Digga, renn, renn. Das ist ja jetzt dumm. Jetzt kommen die wieder. Wo muss ich eigentlich hin? Da zurück, genau. Schön. Okay, ich hab's mir anscheinend mit denen verscherzt. Ja, vielleicht nach einem Neustart oder so. Also es kann ja nicht sein, dass ich jetzt ständig da auf den Sack kriege, wenn ich da hingehe. Glaube ich nämlich nicht. Also es kann natürlich sein,
dass ich beim Schlagen des Banditen vielleicht den Briganten getroffen habe, den einen da. Es kann sein. Aber wer weiß. Und wenn nicht, übernehme ich einfach die Stadt genauer. So schwer kann das nicht sein. Banditen auf der einen Seite, Ewa auf der anderen Seite. Und was ist jetzt hier vor mir? Noch ein Ewa. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Trifft der Ewa jetzt auf die Banditen? Töten die sich gegenseitig? Aber ich könnte was machen. Jetzt kommen die zu mir, meine Leute. Und wir kesseln die Banditen so ein bisschen ein. Mach die alleine. Easy. Nee, Arbeiter. Wo wollt ihr denn hin? Nicht den Eber angreifen. Seid ihr verrückt? 13 Münzen. Top. Okay, dann jetzt erstmal Beute zurück ins Lager bringen. Habe ich eigentlich irgendwie ein bisschen gelevelt dabei? Einhand, naja, ein bisschen. Aber ich kann das nächste Buch lesen. Ja, ich muss mehr essen, ich weiß. Schön Apfel. So, jetzt kann ich einen Stoffköcher herstellen. Sehr schön. Und dann ein paar Pfeile und dann bin ich gewappnet. Dann kann ich mit meinen Leuten losziehen, die gehen in den Nahkampf und ich schieße drauf. Ich habe genug gebratene Pilze, ich brauche keine rohen Pilze zu essen, also das geht schon. Holz und Schilfrohr brauche ich für die Pfeiler. Okay. Gucken wir mal, ob wir das haben. Ja, ich weiß, drei Sachen sollte ich essen. Und kann ich auch. Also kann ich essen und sollte ich auch, ne? Also zurzeit habe ich halt nur Beeren und Pilze im Lager. 30 Pfeile im Köcher. Okay, ich stelle mal nochmal 30 her. Aber gut, dass wir 30 immer herstellen, das ist gut. Dass man im Wasser so langsam ist. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die Banditen schneller im Wasser sind. Also im Wasser kann ich die auf jeden Fall nicht abhängen. Das ist eher kontraproduktiv. So, wir haben Bergbaulager einmal abgeschlossen. Ach so, in den Köcher passen nur 30. Verstehe. Na, dann packe ich die ins Lager. Oha. Ich ahne, worauf das hinausläuft, ja. Ich könnte auch jagen gehen. Ach so, das ist schon das Schleichen. Verstehe. Erwischt. Also ich würde sagen, ich habe den erwischt. Man sieht das leider nicht so wirklich. Das ist ein Banditenlager. Vielleicht sollte ich erstmal auf Hasen schießen. Interessant. Gar nicht mal so einfach. Aber wir skillen ja. Wir skillen ja, indem wir tun. Da vorne ist ein Wildschwein. Das will ich jetzt nicht unbedingt jagen. Das war ein Treffer. Würde ich jetzt mal stark behaupten.
Oh, oh, wäre das gut gewesen. Nein. Hätten wir gleich testen können, ob das der Hirsch war, den wir schon mal getroffen haben. Oh. Easy peasy. Das läuft ja gut. Ich bin Fan vom Bogenschießen im Spiel. Wo ist der? Da ist er. Ey, so viel Riemen, ey. Was soll ich damit? Schön. Nee, doch, gefällt mir. Kann man machen. Die sehen heftig aus. Also die würde ich, glaube ich, weiß nicht. Wie viele Pfeile habe ich noch? 20. Durch den Kopf. Schnell, 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 schnell. Die muss ich im Nahkampf halten. Komm schon. Komm schon. Dein scheiß Schild, ey. Das war close. Arbeiter jagen. Schön. Neue Bücher. Aber der Head-Treffer, der war halt. Der war GG. Der hat viel ausgemacht. Ey! Bin ich heute auf Banditenjagd oder was ist hier los? Da hat er zu viel gewollt. Da hat er zu viel gewollt. Natürlich habe ich null Pfeile dabei, wenn ich respawne. Das ist super. So soll es sein. Nee. Also das mit der Map-Markierung ist auch ein bisschen komisch. Finde ich. Linke Seite steht Wegpunkt anmachen. Ja. Oh lol. Warum ist das so umständlich gelöst? Knoblauch, aha. Okay. Patrick. Patrick hatte nur einen Pilz dabei. Patrick hatte aber auch einen Pilz gemacht. Hier vorne war doch irgendwo ein Hirsch. Hier unten. Gibt's den noch oder ist der schon weg? Es kommen beide. Es kommen drei. Ich habe keine Ausdauer mehr. Stirb! Jagd erfolgreich. Großes Stück Fleisch. Oh, das kann ich ins Lager bringen. Das wird schön gekocht. Oh, ich habe gar nicht so viel Platz. Zurück, zurück, zurück. Schnell, schnell, schnell. Kann ich hier schon was essen? Alle gelegt. Sehr, sehr gut. Also Bogen war aber auch wirklich so der Bottleneck, der platzen musste sozusagen. Jetzt werfe ich hier mit den Sprichwörtern um mich.
Aber das braucht dich unbedingt jetzt, um in dem Game jetzt erfolgreich zu kämpfen. Boah, Digga, das ist eine Mauer. Theoretisch könnte ich Slow and Steady mit dem Bogen, könnte ich mir zutrauen, das Banditenlager selber zu vernichten. Weil ich schieße dann immer rein, schieße dann ein, zwei, dann ist meine Ausdauer weg, dann sind die auch schon ran, dann laufe ich vor denen weg, bis die wieder wegrennen. Und so mache ich das, könnte ich theoretisch das Lager vernichten. Banditen töten bringt auch sehr viel Einfluss, merke ich gerade. Also diese Einflusswährung da oben ist jetzt bei 464 da, also so viel hatte ich noch nie. Das muss von den Banditen töten sein. Ja, hier wird das Fleisch gegrillt. Es läuft. Sehr schön. So, dann werden wir mal meinen Jagdskill noch ein bisschen erhöhen. Mit 500 EP. Was haben wir an? Wir haben ein Reisegewand an, Reisehose und Reisestiefel. Ne? Wir können doch hier auch noch bessere Sachen. Rüstung 15. Rüstung 10. Ja. Auf jeden Fall brauchen wir noch ein bisschen eine bessere Ausrüstung. Hier können wir gleich mal sagen, einfache Schnur können wir mal auffüllen und bei 5. Ja, theoretisch könnte ich mit der Währung mir jetzt auch noch einen neuen Bewohner holen. Aber ich werde, glaube ich, erstmal, bevor wir das machen, ein Wohnzelt bauen müssen. Sonst können wir uns keinen neuen Dude leisten. Das Steinmetzlager ist ja auch schon fertig. Da können wir vielleicht auch noch arbeiten, verwalten, dass wir mal Steine haben. Keine Aufgaben, fehlen Spitzhacke, verstehe. Kupfererz und Zinnerz können wir ja auch losschicken. Finde ich gut. Genau, wir brauchen jetzt aber auch erstmal Werkzeug. Na, ich habe mir ja jetzt eben schon angeguckt, dass meine Rüstung 10 hat. 10 Rüstung. So. Und das, was ich jetzt gerade vorstelle, die Robuste hat 15. Also ist das schon eine Verbesserung. Da, genau. Das haben wir jetzt erforscht. Robustes, robuste Rüstung. Und einfache Axt stellen wir her. Achso, die Falle müssen wir auch noch herstellen. So, Biere hinzugefügt. Okay, aber Fleisch haben wir eigentlich genug gerade. Also ich hab ja viel gejagt. So, wir können robustes Hemd. 15. Da brauchen wir Hanf. Und einfache Schnur. Müssten wir eigentlich haben. Es gibt zwei Arten von Kleidung. Das eine. Okay, warte mal, ich guck mal ganz kurz am Forschungstisch. Abenteurergewand, aha. Das kann ich auch machen. Und ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Bellride hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Like unter das Video und vielleicht auch einen Kommentar schreiben. Ich beantworte jeden Kommentar. ansonsten sehen wir uns im nächsten Video und ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.